Ja, auch schönen guten Morgen. Wir haben es im Jänner angekündigt. Wir haben gehofft, dass es nicht notwendig sein wird, weil die Regierungsparteien zur Vernunft kommen. Aber offensichtlich geht es nicht anders. Wir sitzen heute, Freiheitliche Partei und Grüne, ausnahmsweise einmal gemeinsam, um einen Gang zum Verfassungsgerichtshof anzukündigen. Und es gibt auch keine andere Möglichkeit. Wenn wir eine Drittelbeschwerde, wie es das österreichische Gesetz vorsieht, beim Verfassungsgerichtshof einbringen wollen, dann brauchen wir dazu genau die Stimmen der Freiheitlichen Partei und des Grünen Clubs. Und die haben wir. Die Drittelbeschwerde wird jetzt eingebracht. Sie liegt Ihnen vor. Ich sage Ihnen kurz was inhaltlich dazu. Unserer Meinung nach ist das Staatsschutzgesetz in jeder Hinsicht misslungen. Sein ursprüngliches Ziel war, Österreich und seine Bürgerinnen und Bürger vor terroristischen Angriffen und anderen gefährlichen, politisch motivierten Angriffen zu schützen. Dieses Ziel wird nicht nur nicht erreicht, sondern es wird ein vollkommen anderes Ziel erreicht, das mich sehr an die Ziele von NSA, CIA und ähnlichen internationalen Geheimdiensten erinnert. Nämlich die Heuhaufen der Verdächtigen so zu vergrößern, dass man irgendwelche Nadeln drin findet. Jeder, der sich mit Geheimdiensten beschäftigt hat, weiß, dass das in der Regel nicht funktioniert. Das ist also der erste große Vorwurf an dieses Gesetz. Es kann aller Wahrscheinlichkeit nach und allen internationalen Erfahrungen nach nicht funktionieren. Der zweite größere Vorwurf lautet, es sollen Menschen überwacht werden, in deren Fall nicht der geringste Grund für Überwachung besteht und in jedem einzelnen Fall verfassungsmäßige Rechte und ein verfassungsmäßiger Schutz verletzt wird. Ich sage Ihnen das konkret an einem Beispiel. Nach dem vorliegenden Staatsschutzgesetz soll bereits im Vorfeld überwacht werden. Und das Vorfeld umfasst Vorbereitungshandlungen für mögliche gefährliche Angriffe. Das ist zum Beispiel das Hassposting. Das Hassposting ist ein möglicher gefährlicher Angriff und das Staatsschutzgesetz sagt jetzt seinen eigenen Beamten, ihr greift nicht erst ein, wenn ein Hassposting im Internet veröffentlicht ist, sondern ihr verfolgt bereits mit allen Mitteln des Staatsschutzes Menschen, von denen ihr annehmt, dass sie ein Hassposting verfassen könnten. Kein Staatsschützer kann uns erklären, wie man draufkommt, wer ein Hassposting veröffentlichen könnte. Und das ist aber noch nicht der gesamte Personenkreis, sondern dazu kommen sämtliche Kontaktpersonen dieser potenziellen Hassposter. Wir wissen im internationalen Durchschnitt, auf eine Zielperson eines Geheimdienstes kommen ca. 100 Kontaktpersonen. Nehmen wir also an, der Verfassungsschutz kommt aus irgendeinem Grund drauf, er nimmt an, bei 5000 Leuten, sie könnten irgendwann einmal ein Hassposting verfassen, dann muss er nicht nur die überwachen, sondern auch ihre gesamten Kontakte und das sind dann insgesamt mindestens 500.000 Personen. 500.000 Personen, die nie irgendetwas mit Terrorismus, mit Dschihadismus oder sonst was zu tun haben. Diese Daten werden gesammelt und die kommen dann in den Staatsschutzcomputer. Im Staatsschutzcomputer können Sie ohne jede Kontrolle, ohne Rechtsschutzbeauftragten, ohne richterliche Kontrolle verarbeitet werden. Es können persönliche Profile erstellt werden und Sie können an ausländische Geheimdienste wie NSA, CIA, BND, GCHQ und andere weitergegeben werden. Niemand erfährt was, niemand kann kontrollieren, niemand kann sich zur Wehr setzen. Das ist die Realität. Und in diesem Zusammenhang ist es verfassungsmäßig ganz besonders bedenklich, dass es keinen Rechtsschutz gibt. In vielen Bereichen gibt es den Rechtsschutzbeauftragten mit sehr, sehr eingeschränkten Möglichkeiten im Bereich der Datenbank und im Bereich der Datenweitergabe ans Ausland ist jede Kontrolle ausgeschlossen. Das soll vollkommen unkontrolliert passieren. Und auch das ist eine wesentliche Verletzung unserer Bundesverfassung. Deswegen gehen wir zum Verfassungsgerichtshof. Wir gehen davon aus, dass nicht einzelne Bestimmungen aufgehoben werden, sondern es wahrscheinlich das Gesetz als Ganzes treffen wird. Und ich bin persönlich sehr optimistisch, dass wir bereits Anfang nächsten Jahres im Parlament mit den Regierungsparteien zusammensitzen
um zu reden, wie wir ein neues Staatsschutzgesetz, das verfassungskonform ist und sich gegen Terroristen und nicht gegen kritische Bürgerinnen und Bürger richtet, erarbeiten und beschließen können. Das Ziel des Verfassungsschutzes müssen wirkliche Gefährder der Republik sein. Terroristen, Extremisten mit politischem Hintergrund, aber sicherlich nicht Hassposter, Tierschützer, Fußballfans und andere Gruppen. Deswegen gehen wir gemeinsam zum Verfassungsgerichtshof. Ich bin optimistisch, dass das funktioniert. Ich gehe davon aus, dass der Kollege Rosenkranz speziell zum Rechtsschutz einiges sagen wird, weil das ein Thema ist, das mit sehr unterschiedlichen Zugängen die Freiheitliche Partei und uns in den Verhandlungen sehr beschäftigt hat. Ich kann gleich zusammenfassen, wir haben alles versucht, um einen Rechtsschutz zu verankern. Wir waren erstaunlich erfolglos. Dankeschön, auch von meiner Seite einen schönen guten Morgen. Ja, ich möchte ein bisschen näher auf den Rechtsschutz eingehen. Wir Freiheitliche haben an sich die Notwendigkeit grundsätzlich für ein Staatsschutzgesetz gesehen. Nicht nur für die verfassungsgemäßen Einrichtungen, sondern auch für wichtige Institute der Infrastruktur, dass man hier etwas zustande bringt. Daher waren wir sehr früh bereits eingebunden. Wir haben geglaubt, das ist ein neuer Weg der Koalition. Wir waren mit Elan dabei, mit Vorschlägen dabei und herausgekommen ist nach einem monatelangen Prozess und viel Ruhezeit eigentlich gar nicht das, was wir wollten. Wie es der Kollege Pilz bereits angesprochen hat, wenn schon eingegriffen wird in Grund- und Freiheitsrechte, dann muss der Rechtsschutz auch einer sein, der diesen Namen verdient. Und das ist in diesem Gesetz nicht der Fall. Es gibt dann sogar noch Einzelheiten in der Beschwerde selbst, dass hier auf jeden Fall mit anderen Mehrheiten hätte vorgegangen werden müssen, weil in einzelnen Bereichen sogar der Rechtsschutz eingeschränkt wird. Die Auffassungsunterschiede zwischen Grünen und Freiheitlichen waren die, dass die Grünen das Richteramt hier in den Vordergrund haben wollten und wir eigentlich als Freiheitliche eine eigene quasi Rechtsschutzinstanz haben wollten, weil es gibt ja mehrere Rechtsschutzbeauftragte, die in Senaten entscheiden. Und herausgekommen ist dann das, was man seitens der Regierung als Senat bezeichnet, dass der bisherige Rechtsschutzbeauftragte, der vom Ministerium, also von der kontrollierten Behörde selbst, installiert wird, dass das so nicht sein kann, dass eben dieser eine mit seinen Stellvertretern auf einmal einen Senat bildet in Ausnahmefällen. Das ist kein qualitätvoller, standardmäßig verfassungskonformer Rechtsschutz, wie auch detailliert in der Beschwerde selbst ausgeführt ist. Ich gehe davon aus, so wie es der Kollege Pilz auch gemeint hat, dass es nicht genügen wird, dass der Verfassungsgerichtshof auch aufgrund anderer Probleme, ich möchte da nur eines auch noch zu bedenken geben, was unsere juristischen Experten und Berater hier geführt haben, das sind die unbestimmten Gesetzesbegriffe, die hier auftauchen. Es sind Formulierungen drinnen, die in Wirklichkeit gar nicht nachvollzogen werden können, die einfach alles beinhalten, Kraut und Rüben mit diesen unbestimmten Begriffen. Das heißt, Rechtsschutz plus unbestimmte Gesetzesbegriffe, da kann man nicht nur eine Teilreform, eine Teilreparatur beim Gerichtshof selbst erwirken, geschweige denn, dass man hier sagt, wir als Verfassungsgerichtshof geben jetzt die Tipps. Hier kann man auch nicht sagen, repariert nur den Paragraph XY und dann wird schon passen. Nein, hier wird aus meiner Überzeugung und auch nach Durchsicht der Beschwerde nur eine Möglichkeit bestehen, gesamtes Gesetz zurück an den Start und vielleicht hört dann die Regierung, sollte es noch in dieser Legislaturperiode überhaupt den Anlauf geben dazu, gibt es nur die Gesamtaufhebung dieses Gesetzes. Wer tut weiter? Ich würde sagen, der dann Verfasser der Beschwerde. Naja, müssten wir beide. Ja, das stimmt. So. Auch guten Morgen. Wir haben jetzt schon die meisten Gründe im groben Zügen gehört. Rein zum Verfahrenstechnischen eine kleine Vorbemerkung. Heute ist der zweite Jahrestag des Erkenntnisses des Verfassungsgerichtshofs, mit dem die innerstaatliche Umsetzung der Vorratsdatenspeicherung getroffen wurde. Und wir sind natürlich aus dem Grund auch sehr zuversichtlich, dass wir mit ähnlich guten Argumenten auch diesmal durchdringen werden. Zum Ablauf.
Herr Dr. Pilz hat das bereits ausgeführt. Es gibt mehrere Möglichkeiten zum Unterschied von der Vorratsdatenspeicherung, wo mit 11.130 Individualanträgen zum VfGH vorgedrungen wurde, ist diesmal ein sicherer Weg gewählt worden, weil die Verfassung ausdrücklich vorsieht, dass ein Drittel der Abgeordneten verlangen kann, dass ein Gesetz vom VfGH auf seine Verfassungsmäßigkeit geprüft wird. Dieser Weg wurde hier beschritten. Das heißt, es wird heute, morgen, übermorgen eingebracht werden und daraufhin wird der Verfassungsgerichtshof diese Drittelbeschwerde der Bundesregierung zur Gegenäußerung übermitteln. Es wird dann ein Schriftsatz eben kommen und vermutlich werden wir dagegen wieder eine Stellungnahme abgeben. Und dann ist die Frage eigentlich nur, ob der Verfassungsgerichtshof auf dem Standpunkt steht, es reicht ihm jetzt, was an Argumenten vorgebracht wurde. Dann kann er sagen, okay, ich entscheide jetzt in nicht öffentlicher Sitzung oder ich brauche noch eine öffentliche Sitzung, wo ich Experten höre, Zeugen höre und dann erst entscheide. Zum Grundsätzlichen in der Beschwerde. Es ist wichtig zu wissen, dass der Verfassungsgerichtshof ein sogenannter negativer Gesetzgeber ist. Das heißt, der Verfassungsgerichtshof kann nicht sagen, diese oder jene Bestimmung gefällt mir aus verfassungsrechtlichen Bedenken nicht. Ich hätte es lieber so oder so formuliert. Der Verfassungsgerichtshof kann nur sagen, so geht das nicht und es einfach aufheben. Jetzt ist unser zentrales Anliegen, Die tragenden Säulen des polizeilichen Staatsschutzgesetzes sind Begriffe wie Gruppierung, verfassungsgefährdender Angriff, Vertrauensperson und ähnliche Begriffe, die völlig unzureichend definiert wurden. Und unter dem Gesichtspunkt gehen wir davon aus, wenn diese Begriffe fallen, dann bricht das Ganze wie ein Kartenhaus zusammen. Deshalb zielt der Primärantrag auf die Gesamtaufhebung dieses Gesetzes. Dieses Gesetz verletzt Baugesetze der österreichischen Bundesverfassung, nämlich insbesondere das rechtsstaatliche Prinzip. Das rechtsstaatliche Prinzip wird dann verfassungsgefährdend verletzt, wenn zum Beispiel kein Rechtsschutz da ist. Und praktisch gesehen gibt es zwar ein paar Bestimmungen, die aber so ineffizient ausgestaltet sind, dass sie nicht zum Tragen kommen können. Wir haben des Weiteren das Problem, dass Grundrechtsbestimmungen, dass es Eingriffe in Grundrechtsbestimmungen gibt, wo wiederum nicht klar ist, ab wann darf das passieren, mit welcher Intensität darf das passieren. Und da sagen wir, wenn so etwas passiert, sind wir in Wahrheit nicht mehr im Bereich eines liberalen Rechtsstaates, sondern dann rutschen wir langsam in Richtung eines Polizeistaats ab. Weil es muss die Möglichkeit geben, wenn sich ein Bürger, eine Bürgerin korrekt und legal verhält, dass man den Staat auf Distanz hält. Und das wird durch dieses Gesetz in Wahrheit ausgehebelt. Vielen Dank, schönen guten Morgen auch von mir. Ich darf als Co-Autor der Beschwerde neben meinem Kollegen und unseren Auftraggebern noch ganz kurz zusammenfassend zu den Inhalten der Beschwerde. Was nämlich extrem wichtig ist, ist, dass man hier nicht isoliert betrachtet, was eine einzelne Maßnahme vielleicht kann, sondern die alle Ebenen, die wichtig sind, wir haben sie gehört, Rechtsschutzebenen, Bestimmtheit und so weiter, zusammendenkt. Und manchmal ist das deswegen so eine Herausforderung, weil man auch ein Verfahren, was denn rauskommen sollte, bis zum Ende denken muss. Wenn wir beispielsweise an eins der größten Probleme, das in diesem Staatsschutzgesetz steckt, nämlich das sogenannte Spitzelwesen, die sogenannten Vertrauensleute, die da drin normiert werden. Wir haben bisher schon Vertrauensleute und jetzt kommt neu mit dem Staatsschutzgesetz, dass die Behörden, die Sicherheitsbehörden, die Befugnis bekommen, solche Vertrauenspersonen nicht nur einzusetzen, nicht nur sozusagen die Kooperation zu machen, sondern die zu beauftragen, dass sie eine verdeckte Ermittlung führen. Die werden damit unter der Leitung eines Führungsoffiziers gewissermaßen zum Hilfspersonal des Staates in extrem heiklen Ermittlungen. Und wenn man das durchdenkt, wenn man sich im Strafrecht etwa nicht nur das Ermittlungsverfahren, die Hauptverhandlung bis zum Schluss im Rechtsmittel ansieht, was da passieren kann, wenn nämlich beispielsweise so ein Spitzel die Grenze überschritten hat zur Tatprovokation
und das in der Verteidigung dann behauptet wird, dann kann selbst ein Verfahren, in dem Substanz da wäre, in dem selbst wirklich jemand einen Angriff begangen hat, möglicherweise deswegen nicht zu einer Verurteilung führen, weil der dann einwendet, na, ich bin ja vom Staat Bezahlten dazu angestiftet worden. Und in so einem Fall liegt dann die Beweislast bei der Staatsanwaltschaft, da kann ein ganzes Verfahren, bei dem eigentlich genug da war, um die Ohren fliegen. Die Botschaft daraus ist, die wir hier auch angewendet haben, dass wir eine Gesamtrechnung der Überwachungssituation machen. Es wird bald dem folgen, nämlich Mitte August, fertig mit dem Handlungskatalog zur Evaluierung der Antiterrorgesetze, kurz HEAT. Da werden wir diese Gesamtrechnung und sozusagen auch eine Checkliste, gewissermaßen eine Art Reparaturanleitung mitliefern. Und ganz im Sinne von dem, was unsere Auftraggeber vorher gesagt haben, können wir nur hoffen, wenn es dann nächstes Jahr im Parlament neue Gespräche hoffentlich gibt für ein ordentliches Staatsschutzgesetz, dass man solche Kriterien dann auch berücksichtigt. Vielen Dank. So, dann bitte um Ihre Fragen. Ja, bitte. Frage an Herrn Schäfer. Ich verstehe, dass der Rechtsschutz und diese V-Leute sind das, wo Sie das größte Bedenken haben. Es beginnt wirklich bei der Unbestimmtheit. Ich gehe jetzt gar nicht von uns aus, sondern von dem Staatsschützer, vom Staatspolizisten. Der Staatspolizist weiß jetzt nicht, hat er den Auftrag, einfach rauszufinden, wo in Österreich verstecken sich potenzielle Hassposter. Wenn er das ernst nimmt, muss er losziehen, eine Verdächtigenkartei erstellen und sagen, folgende Personen, glaube ich, aufgrund meiner Wahrnehmung, könnten möglicherweise ein Hassposting machen und die müssen wir alle überwachen. So beginnt's. Ein unbestimmter Personenkreis wird anvisiert und der ist riesengroß. Das ist das Erste, was verfassungsmäßig bedenklich ist und unserer Meinung nach verfassungswidrig ist. Das Zweite ist, es gibt keinen oder fast keinen Rechtsschutz. Der Rechtsschutzbeauftragte, der meistens ein pensionierter Jurist ist und über fast keine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verfügt, kann ein bisschen wo reinschauen, aber es steht auch im Gesetz drin, wenn der Staatsschutz der Meinung ist, dass das wiederum eine Gefahr darstellt, dann sagt er, nein, das siehst du gar nicht. Und im entscheidenden Bereich in der Datenbank und in der Weitergabe ans Ausland gibt es weder Richter noch Rechtsschutzbeauftragten. Das heißt, es gibt entweder eine kleine abhängige Kontrolle oder überhaupt keine Kontrolle. Und dann gibt es die V-Leute, die im Prinzip nichts anderes sind als bezahlte Polizeispitzel, die selbst Polizei spielen. Man hat in Deutschland gesehen beim Fall NSU, wohin das führt. Wenn bezahlte Spitzel, die aus der Szene kommen, das heißt Dschihad-Sympathisanten, rechtsextreme oder linksextreme Terrorismus-Sympathisanten. Wenn die plötzlich von der Polizei den Auftrag kriegen, pass auf, wir zahlen euch das und das pro Monat und ihr ermittelt anstelle der Polizei. Das muss man sich mal vorstellen. Das ist unserer Meinung nach alles mit Sicherheit verfassungswidrig. Also erster Punkt, vollkommene Unbestimmtheit. Zweiter Punkt, mangelnder Rechtsschutz. Und dritter Punkt, dann Spezialfälle, wie eine bezahlte Spitzelpolizei, das in einem Rechtsstaat niemals geben dürfte. Ja, ich wollte noch ergänzen. Ja, es ist, hier greifen mehrere Zahnräder ineinander. Wenn unbestimmte Gesetzesbegriffe vorhanden sind, wie soll dann sogar der beste Rechtsschutz damit umgehen können? Man kann bei so einem Gesetz mit derartig massiven Einwirkungen nicht darauf warten, welche Judikatur, zum Beispiel zu einem Begriff der Gruppierung, irgendwann einmal von einem Höchstgericht einmal gefasst wird. Das heißt, es ist ein Gesetz, mit dem maßgebliche Befugnisse für den gesamten Polizeiapparat geschaffen werden, wo wir erst unter Umständen, wenn es läuft, in ein paar Jahren sehen werden, war das damals eigentlich richtig. Das ist in so einer heiklen Materie sehr unbefriedigend. Das kann in einem Rechtsstaat, in einem Verfassungsrechtsstaat wie Österreich, kann so ein Gesetz aus unserer Sicht nicht funktionieren. Das ist unseres Rechtsstaats unwürdig und daher eigentlich der Gang zum Verfassungsgerichtshof. Das politische Ärgernis dabei, dass es an sich genug Zeit gehabt hätte, mit ausreichend Experten ein gutes Gesetz auf die Reise zu schicken.
und aus welchen Gründen auch immer, vielleicht wollte man nur eine rasche Schlagzeile haben, um dieses Gesetz überhaupt zu machen. Mit diesem Gesetz wird Terror nicht verhindert, aber es wird einfach das Rechtsschutzbedürfnis und das Recht unserer österreichischen Bürger hier im Lande wird einfach nicht zum Durchbruch geholfen. Es ist ein schlechtes Gesetz, das massiv in die Interessen der Bürger eingreift und das ist nicht hinnehmbar. Glauben Sie, dass man hinreichende Legaldefinitionen sich ersinnen kann? Selbstverständlich. Selbstverständlich. Ich glaube es nicht nur, sondern wir haben das ja über ein Jahr verhandelt. Wir haben konkrete Vorschläge gemacht. Wir waren uns insbesondere mit SPÖ und mit großen Teilen der ÖVP im Parlament bereits einig. Und ich kann mich an die Sitzungen erinnern, wir sind im Parlament gesessen, haben neue Formulierungen gemeinsam gefunden und der arme Mitarbeiter der ÖVP musste dann immer ins Innenministerium gehen und ist dann immer am nächsten Tag zurückgekommen und hat gesagt, tut mir leid, der Minister mag das nicht oder die Ministerin will das nicht. Und so haben die Verhandlungen stattgefunden. Hätten wir im Parlament das ohne Innenministerium, ohne die begnadeten Pfuscher des Innenministeriums verhandelt, dann hätten wir längst ein gutes und verfassungskonformes Gesetz. Wir im Parlament bringen das zusammen, wenn wir nicht da das Innenministerium am Hals haben. Darf ich kurz was Wichtiges dazu? Man kann an manchen Stellen nicht vermeiden, manchmal, dass man etwas unscharfe Begriffe verwendet. Das ist völlig klar. Und genau da kommt ja der Rechtsschutz, den die beiden Herren zu Recht kritisieren. Weil dann kann man Mechanismen finden, wo man diese Unschärfen einfangen kann. Und wenn wir beides nicht haben, dann führt es genau zu der Resonanzkatastrophe, von der wir hier sprechen. Also ich möchte das ein bisschen anders formulieren. Begnadete Pfuscher im Innenressort, ich sehe es so, wenn ich nur Polizist bin, dann schaue ich nur, dass es einen Polizeistaat gibt. Wir schauen auf einen Grundrechts- und Verfassungsstaat und der hat aus unserer Sicht den eindeutigen Vorrang und jetzt hat sich die Polizei dem unterzuordnen. Aus Sicht einer Polizeibehörde, die wollen jedes Spielzeug haben, das es technisch und theoretisch auf der ganzen Welt gibt und vielleicht bereits mit der Geburt bereits beginnen, auf Vorrat irgendwas zu speichern und in der Schule oder sonst etwas. Aber leider Gottes, für diejenigen, wir leben in einem Verfassungs- und Grundrechtsstaat und der steht eindeutig drüber. Ich habe eine Frage zu den V-Leuten. Das sind sozusagen, das sind keine Polizisten, die irgendwo eingeschleust sind, sondern quasi, also Szenekomiker, der mir sagt, der könnte auch ein doppeltes Spiel spielen. Das sind Leute aus der Szene. Es hat ja keinen Sinn, wenn die hergehen und zu irgendwem auf der Straße und sagen, geh, möchtest nicht V-Mann in der Dschihadisten-Szene sein, es wird kaum funktionieren. Das heißt, das ist wer aus der Dschihadisten-Szene im konkreten Fall. So, der kriegt Geld von der Polizei. Die Polizei weiß nicht, welche Interessen der wirklich vertritt. Das kann sein, dass er das Geld nimmt, seine Terrorismusvorgesetzten informiert, hey, wir kriegen da zusätzlicher Geld vom Innenministerium und die glauben, ich arbeite für sie, da lässt sich ja einiges draus machen. Das ist alles schon passiert. Das heißt, ohne zu wissen, welche Interessen dieser bezahlte Spitzel aus einer hochkriminellen Szene wirklich vertritt, gibt man ihm Geld und sagt, du spielst Polizei. Dann verzichtet man noch dazu darauf, dass man dort selbst mit eigenen Polizisten arbeitet. Das heißt, man begibt sich in die Hand krimineller, bezahlter Spitzel und sagt, ihr seid jetzt die Polizei und wir hängen von euch ab. Ich halte das für vollkommen verantwortungslos, jenseits der Bundesverfassung. Aber jetzt frage ich nur ein bisschen spitz, wie wollen Sie denn Leute kriegen, was mit Polizisten, die ausreichend Tschetschenische etc. können? Gehen Sie mal zum österreichischen Bundesheer. Ich war an der Grenze Spielfeld und habe dort gesehen, wie dort Jungmänner mit den Lautsprechern umgehängt, Arabisch, Farsi und. Die Leute mit diesen Sprachkenntnissen gibt es ja längst. Und wir brauchen Leute auch mit diesen Sprachkenntnissen, das sagen wir im Parlament seit 15 Jahren, insbesondere im Verfassungsschutz. Das hat das Innenministerium leider verschlafen. Also ich meine, die gibt es mit einem ausführlichen Rechtsstaat-Bändchen. Das sind österreichische Staatsbürgerinnen und Staatsbürger, die auch diese Muttersprachen sprechen und zum Teil auch diese Kulturen verstehen. Und die Leute braucht man. Das war immer eine gute Tradition des österreichischen Polizeiwesens,
dass man schaut, dass man auch sprachlich möglichst breit aufgestellt ist. Und da gebe ich schon eines zu bedenken, was schon gefallen ist. Es geht darum, dass Zivilisten auf einmal unter Anführungszeichen Hilfs-Sheriffs werden. Und dann kommt eben dieses Problem, dass in einem Gerichtsverfahren der Beschuldigte einfach sagt, ich hatte überhaupt keinen Vorsatz, irgendwas zu tun. Der ist permanent als Agent-Provokateur dauernd so lästig gewesen, bis ich endlich aufgrund der Tatsache, die bin ich ein Jahr lang widerstanden, auf einmal hat mir Geld gefällt für irgendwas, jetzt bin ich auf einmal schwach geworden und jetzt stehe ich im Kriminal, weil mir ein Zivilist, der vom Staat bezahlt wird, den Vorsatz aufgezwungen hat. Wie soll man mit dem strafrechtlich umgehen? Das ist eine gewaltige Gefahr und die Beispiele, gerade aus der Bundesrepublik Deutschland, haben ganz klar und eindeutig gezeigt, was so ein schlampiges Verhältnis mit nichtstaatlichen V-Leuten, die bezahlt werden, wohin das führen wird in der Strafrechtspflege. Für Österreich nicht hinnehmbar. Und Sie sehen es auch so, dass es genug szenekundige Leute, Beamte geben wird, wo man sagt, das, da braucht man diese freien Mitarbeiter gar nicht. Dann muss man die aufbauen, aus der freien Mitarbeiterschaft, unter Anführungszeichen. Dann muss man die, da hat es auch Möglichkeiten in anderen Staaten schon gegeben, die gesagt haben, wir holen uns sogar von den Universitäten unter Anführungszeichen die Besten, aber wir versuchen diejenigen ins staatliche System einzugliedern, mit entsprechenden Schulungen, auch mit der entsprechenden Ausbildung, mit dem nötigen Ethos, dass man als Staatsbediensteter tätig ist, aber einfach nur auf der Straße sagen, in irgendeinem religiösen Zentrum ums Eck einmal, dass man einmal mit aufgestellten Kragen sagt, müsst nicht für uns ein bisschen Geld verdienen. Entschuldigung. So wird es nicht funktionieren. So, bitte. Christian Hammer, dann der Herr da hinten. Sie meinen mich? Ja, bitte. Ja. Ich habe mehrere Fragen. Das, was der Herr Bild gesagt hat, scheint mir so eine Formel gebracht. Man macht Böcke zu Gärtnern, bezahlt sie, gibt ihnen eine quasi Amtsfunktion. Wir ziehen aber sozusagen eine neue Gestapo herauf. Ist das so? Ich wäre mit dem Begriff Gestapo in dem Zusammenhang sehr, sehr vorsichtig, weil die Gestapo ist ja bekanntlich wesentlich weitergegangen. Das möchte ich jetzt gar nicht im Detail erläutern. Es reicht vollkommen, dass wir in dem Bereich der sogenannten Vertrauensleute anstelle unbescholtener, hochqualifizierter Leute mit österreichischer Staatsbürgerschaft uns Leute aus der kriminellen Szene nehmen. Ohne jede Not. Und wissend, dass das unfassbar gefährlich ist. Das reicht vollkommen. Da brauche ich gar keine Vergleiche, die mehr Probleme bringen, als wir brauchen. Zweite Frage. Hat sich durch die personelle Änderung im Innenministerium Ihrer Meinung nach etwas an der Haltung zu Ihren Vorgängen geändert? Nein. 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 Dritte Frage, diese Triggerbeschwerde, über die Sie hier berichten, ist die, liegt die vor? Kann man die, ja, die wird jetzt gleich verteilt. Ja. Danke. Ja. Wieso sind denn die Neos und das sind Kronach nicht an Bord? Das hat einen einfachen Grund, das liegt schon in der Geschichte der Verhandlungen. Ich weiß nicht, warum sich Neos und Teams Donnerham an den Verhandlungen damals nicht intensiv beteiligt haben. Wie wir noch geglaubt haben bis in den Jänner, wir könnten gemeinsam mit den Regierungsparteien ein gutes neues Gesetz schaffen, haben praktisch ausschließlich FPÖ auf der einen Seite und wir auf der anderen Seite verhandelt. Wie das Ganze dann gescheitert ist, haben wir als praktisch gescheiterte Verhandler uns zusammengesetzt und gesagt, okay, wir haben genug Unterschriften für eine Drittelbeschwerde, wir machen das. Schon basierend auf den Verhandlungsergebnissen, die ganz gut waren im Parlament. Und ich sage es gleich ganz offen dazu, ich bin froh über jede zusätzliche Unterstützung. Also wenn Neos und Team Stronach diese Beschwerde unterstützen wollen, gern und jederzeit. Aber Sie haben es nicht aktiv jetzt gefragt. Na, wir haben jetzt einmal das gemacht, was das Allerwichtigste ist, nämlich möglichst noch vor Inkrafttreten des Gesetzes, und da hatten wir wirklich für die sachliche Vorbereitung wenig Zeit, die Drittelbeschwerde sachlich konzipieren und dann auch einbringen. Und wir schaffen das vor Inkrafttreten des Gesetzes. Und wir haben an sich immer davon gesprochen, wenn das Gesetz so kommen wird, nach unseren relativ zähen, aber durchaus intellektuell guten und wirklich sachlichen Verhandlungen, haben wir immer gesagt, wir wollen eine Drittelbeschwerde erreichen. Grün war dazu bereit, wir haben es auch immer gesagt. Wir wollten niemandem auch nachlaufen unbedingt.